Ich bin der Wimschauer und ich erzähle kurz was über den Aufbau und die Analyse von OpenPGP Keys. Ja, ich gehöre zum Haus der Fern und ich bin zwar mit OpenPGP oder BluePG oder was auch immer nicht assoziiert, aber wir hatten im Studium recht viel Krypto und haben dort in diesem Rahmen auch spezifisch OpenPGP uns angeschaut. Ich habe auch schon mal was Keys Partys veranstaltet, also ein bisschen Ahnung habe ich schon von OpenPGP. Also meiner Erfahrung nach ist Software oder Computer im Allgemeinen sehr kaputt. Dokumentation ist in der Regel nicht vorhanden, inexistent, unvollständig, irgendwie zu einer anderen Version als die, die man gerade vor sich, auf sich hat. Die Dokumentation ist sehr unpräzise und sagt nicht genau die Information nicht, die man sucht, oder dann ist sie schlicht falsch. Und dann ist noch die Software buggy. Und deshalb, wenn ich einen Computer bediene oder auch sonst, möchte ich der Dokumentation und dem Output des Programms, das ich bediene, nicht blind vertrauen, sondern ich möchte das Ergebnis der Software irgendwie überprüfen können. Das ist insbesondere natürlich wahr bei Krypto, denn wir alle wissen, Krypto ist ein sehr kompliziertes Thema, man kann sehr viel falsch machen und bereits ein kleines Detail kann katastrophale Folgen haben und dazu führen, dass die ganze Verschlüsselung wertlos ist. Das gilt insbesondere, denke ich, für OpenPGP und GnuPG. OpenPGP ist ein sehr komplexes Thema und GnuPG ist eine sehr, sehr nutzerunfreundliche Software, die auch noch eigentlich eher schlecht dokumentiert ist. Und wenn ihr GnuPG Keys erstellt, dann gibt es online sehr viele Anleitungen dazu, es gibt auch sehr viele Meinungen und Erklärungen dazu, wie dass ihr eure Keys aufbauen sollt, wie dass ihr User-IDs hinzufügen solltet, wie dass ihr die Subkeys aufteilen sollt. Darüber möchte ich mich nicht auslassen im Rahmen dieser Präsentation. Ich denke, dazu findet ihr genügend Material online und das ist auch sehr individuell von den Bedürfnissen abhängig, was man da genau braucht. Was aber bei den meisten Anleitungen fehlt und was ich euch jetzt hier geben möchte, ist eine Kontrollmöglichkeit. Wie könnt ihr das Ergebnis, den generierten OpenPGP-Key kontrollieren, wie könnt ihr den analysieren, unabhängig von der GnuPG-Software? Genau, vielleicht muss man sagen, den Schlüssel, den ich hier präsentieren werde, habe ich zu Demonstrationszwecken erstellt und zu diesen Zwecken habe ich den Schlüssel mit möglichst vielen unterschiedlichen Parametern gefüttert, sehr schlechten wie sehr guten Parametern und ihr sollt eure Keys auf keinen Fall so aufbauen wie diesen Key, denn er ist sehr schlecht, aber der ist mit Absicht sehr schlecht. Also was ich gerne möchte, ist, ich möchte das resultierende OpenPGP-Zertifikat analysieren können. Also ich möchte sehen, was ist da eigentlich drin, welche Elemente sind da drin, welche Parameter sind da drin. Eigentlich möchte ich etwas Ähnliches wie den OpenSSL X509 Output. Die Leute sagen zwar immer, OpenSSL sei eine schrecklich nutzerunfreundliche, unbedienbare Software, aber eigentlich hat OpenSSL, wenn man das jeden Tag braucht, und wenn ihr kennt, einige sehr coole Features, die auch durchaus bedienbar sind, und darüber kann ich hier sein Zertifikat anzeigen lassen und sehe dann tatsächlich relevante Informationen, wie da worauf wurde eigentlich das Zertifikat ausgestellt, welche Sachen sind da drin, das kann ich mir mit anschauen. Ein äquivalentes Tool gibt es für GnuPG-Zertifikate, die GnuPG ausspuckt, nicht vom GnuPG-Projekt selbst. Also das Zertifikat, das ich mit GnuPG erstellt habe, kann ich nicht einfach so anzeigen lassen in einem menschenlesbaren Form. Ja, es gibt auch Fälle, wo OpenSSL nicht so freundlich ist, zum Beispiel wenn der Output so aussieht. Gut, als erstes schauen wir uns an, welche Bordmittel bringt den GnuPG mit. Was ich machen kann, ist einfach den normalen GnuPG List Secret Keys Output, der dann so aussieht. Hier sehe ich schon viele Dinge, aber nicht sehr tiefgreifend. Also ich sehe die Key-ID, das ist ein Identifier, den ich brauche, wenn ich mit jemandem Keys austausche.
ich sehe den Key Fingerprint, ich sehe den Key Grip, das ist ein relativ neuer Identifier für Keys. Ich sehe auch, was die einzelnen Elemente sind. Also ich sehe hier ein Secret Key, ich sehe zwei UIDs und dann drei Subkeys, die SSB stehen für Subkeys. Ich sehe, von welchem Algorithmus das der Key ist, also da RSA und dann Elliptic Curve 719, DSA und Elgamal. Ich sehe auch, was der Key kann, also welche Funktion der Key bietet. Wir sehen hier, dieser Key ist CS, steht für Certificate Signing, also dieser Key kann nur gebraucht werden, um andere Keys zu signieren und sonst für nichts. A steht für Authenticate, das ist, wenn ich den Key brauche, etwa um mich via SSH zu authentisieren, also als Ange oder einem separaten SSH-Key, kann ich diesen PGP-Sub-Key verwenden. S steht für Signing und E für Encrypt, das ist, was die einzelnen Keys in diesem Beispiel können. Wir sehen die ID Trust und wir sehen das Creation Date, das Expiration Date. So. Das ist, was wir gesehen haben. Ich mache jetzt hier noch ein paar andere Beispiele zeigen, die wir hier nicht gesehen haben, die aber auch interessant sind. Eins natürlich, ein Key kann mehr als eine Fähigkeit haben. Also das ist ein typischer Primary Key, wie er erstellt wird, wenn er einfach ohne spezielle Parameter einen neuen NPG-Key erstellt. Dann kann er sowohl signieren als auch Subkeys zertifizieren. Also das ist auch so, die mehr Möglichkeiten haben. So sieht es aus, wenn ein Master Key auf einer Smart Card ist, also auch ein YubiKey, wenn der nicht lokal auf dem PC ist, und wird so aufgelistet. Also das ist jetzt nicht der Key? Nein, das ist ein anderer Key, den ich noch hatte. Ja, genau. Das ist irgendein Schlüssel, den ich noch rumliegen hatte, für den ich das List Secret Keys gemacht habe. Und der Key liegt auf meinem YubiKey und dann sieht das so aus. Was auch gibt, ist ein nicht verhandelter Master Key. Also wenn ich den Master Key auf einem externen Computer generiert habe und dann nur die Subkeys auf meinem Computer hier nutze, dann wird der Secret Key so angezeigt mit diesem Hash-Symbol, das signalisiert mir, dass der Master Key ist auf diesem Computer nicht vorhanden. Und wir sehen hier auch, die Subkeys, die es hier gibt, liegen alle auf Smart Cards. Das wird durch dieses größer als Zeichen symbolisiert unter dem SSB. So, wir möchten aber gerne mehr Details über Keys analysieren. Und damit es geht, also für den nächsten Schritt, den ich klären möchte, müssen wir etwas Verständnis haben für den Aufbau des OpenGP-Zertifikats. Und zwar, gemäß dem RFC, ist das aufgeteilt in mehrere Pakete. Die heißen so, dass Teile dieses Schlüssels, das hat mit Netzwerkpaketen nichts zu tun. Was wir jetzt tun können, ist, wir können von PGP den Key exportieren und dann können wir ein List Packets drauf machen. Und das List Packets zeigt uns den Inhalt der einzelnen Pakete an, die da kommen. Wenn wir das tun, dann ist der Output nicht wirklich brauchbar, denn das PGP-Zertifikat, das wir exportiert haben, enthält alle Signaturen, die für unseren Key ausgestellt wurden. Und unser Key enthält auch sehr, sehr viele Signaturen und die möchte ich nicht alle anschauen. Dann machen wir hier Export Options, Export Minimal, dann werden die nicht exportiert, dann werden nur die interessanten Teile des Zertifikats exportiert. Und wenn wir jetzt hier drauf List Packets machen, ich habe den Output aufgeteilt in mehrere Slides, aber dann kommen immer so Output-Sections, die so aussehen. Das ist für jedes dieses Paket, dieses Public Key Packet. So, und das sehen wir eine Version, vermutlich die Version von OpenPGP, ein Algorithmus und dann verschiedene andere Werte. Was man auch sieht hier, die Keys werden nur indiziert, dass hier ein Key kommen würde in dem Paket. Man kann den Warboss Output Mode machen, dann werden die Keys auch in Hex angezeigt. Das ist aber nicht sehr hilfreich. Was wir hier sehen, ist, wir sehen zwar, da wird ein Algorithmus genannt, aber der Algorithmus wird nummeriert und nicht menschenlesbar dargestellt. Das ist nicht sehr cool. Bei diesem Output folgen dann noch sehr viel mehr ähnliche Pakete, aber die haben alle dieses Problem, dass die Algorithmen nummeriert sind. Also ist nicht sehr aussagekräftig. Was wir jetzt tun können, wir können das
die Nummern nachschauen gehen im RFC, das sind Kapitel 9.1 bis 9.4, oder wir können den Source Code von OpenBGP, die Header-Dateien anschauen, dann sehen wir da, was das ist. Also ist aber beides recht aufwendig und im täglichen Gebrauch nicht wirklich nützlich. So, jetzt können wir noch kurz Zertifikatsaufbau anschauen. Wir haben dann nach diesem Secret Key Paket haben wir User-ID Pakete. Und auch hier haben wir wieder, wir haben immer das User-ID Paket und dann ein Signature Paket, welches die User-ID signiert mit dem Secret Key zu dem, also mit dem Master Key zu dem es gehört. Und hier stehen jetzt sehr viele interessante Dinge drin. Wir sehen diesen Algorithmus 1, das indiziert, mit welchem Key die User-ID signiert wurde. Also mit welchem kryptografischen Verfahren die User-ID an den Master Key gebunden wird. Dann sehen wir einen Digest-Algorithmus. Das natürlich wird nicht die User-ID selbst signiert, sondern ein Hash der User-ID, und das ist der Hash-Algorithmus, der dafür verwendet wurde. Auch hier wieder eine Zahl, die wir entsprechend in RFC nachschlagen müssten. Und dann sehen wir hier die Algorithmen, welche von dieser User-ID promotet werden. Also wenn mir jemand eine E-Mail schickt an diese Adresse, dann schaut das PGP-Programm des Nutzers nach, mit welchem Key muss es die E-Mail verschlüsseln, und dann schaut es in dieser Liste nach, welche Algorithmen möchte ich, dass mir Leute damit E-Mails verschicken. Und hier sehen wir, das sind zwei Algorithmen, die ich denn hier eingemacht habe, 7 und 2, auch das müsste man nachschauen. Dasselbe gilt für die Hash-Algorithmen, mit welchem Algorithmus soll jemand, der mir eine Mail schickt, das Ding hashen, hier. Und dann dasselbe für Kompressionsalgorithmen, wie soll der Inhalt der Mail komprimiert werden. So, immer nur diese Zahlen. So, und dann haben wir dasselbe für jeden der Public Keys, also das war jetzt für eine User-ID, sondern für jede User-ID kommt es immer ein User-ID-Paket und dann ein User-ID-Signaturpaket, und dasselbe für die Public Keys, immer ein Public Subkey-Paket und dann ein Ding, das ist signiert, wir sehen hier wieder. Auch da stehen so nette Algorithmen drin und dann im Signaturpaket für den Public Subkey stehen dann wieder entsprechende Werte drin. So. Ganz schnell was zwischenfragen, die Bindung von der Signatur an das Ding ist absolut die Reihenfolge von den Paketen. Also ich muss wissen, dass das der Key, der kommt, und gleich danach kommt die Signatur zu dem Key. Also ist nicht vermutlich. Key-ID da, oder? Ja, steht die da drüben nicht wieder. Eben nicht die gleiche, ne? Oder andere. Also die Frage ist, ist es nicht die andere, weil ich den Output kaputt gemacht habe? Dann hast du einfach was anderes kopiert. Ja. Oder ist es aus einem anderen Grund? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Boah, konnte ich dir das nicht mit Sicherheit sagen. Gut. So, wir haben gesehen, man sicherlich kann man sich einen Key so anschauen, aber in der täglichen Arbeit ist es nicht nützlich. Das ist unübersichtlich und wir müssen die Zahlen nachschlagen, das ist sehr uncool. Deshalb schauen wir uns jetzt bessere Tools an für diesen Zweck. Das erste davon ist PGP-Dump. PGP-Dump formatiert den Output besser, sodass wir den auch verstehen. Es benennt die Algorithmen, aber es ist trotzdem zu einem gewissen Grad unübersichtlich. Und es zeigt auch die Signaturpakete an, die wir vorhin rausgehauen haben. Also nochmal hier. Export Minimal, damit die ganzen Signaturen mitkommen, und dann lassen wir das zum PGP dann durch. Und auch hier habe ich den Output auf mehrere Folien aufgeteilt, aber ihr seht schon, da ist ein Public Key Paket und der Public Algorithmus ist jetzt hier genannt, RSA, und dann zur Referenz steht da immer noch die Nummer des Keys. Aber wir können das jetzt essen, das ist ein RSA Key. Dann die User ID. Und dann das Signaturpaket für die User-ID. Und auch hier sind jetzt die ganzen Algorithmen benannt. Also wir sehen jetzt hier zum ersten Mal der Public-Algorithmus, der genutzt wurde, um diese User-ID zu signieren, ist RSA. Und der Hash-Algorithmus, der verwendet wurde, den Hash zu erstellen, der signiert wurde, ist Graphen 12. Wir sehen auch die
die vorgezogenen Symmetrik-Algorithmen sind AS und TQDS. Also wir die Verkehrsalgorithmen, auch hier jetzt lesbar, und dasselbe bei den Kompressionsalgorithmen. So. Das zweite Tool, was ich zeigen möchte, ist eigentlich meine Lieblingsoption, um tatsächlich Keys anzuschauen, dass wir jetzt einen Output erzeugen, der tatsächlich lesbar ist und intuitiv verständlich ist. Das ist ein Tool von OpenPGP. OpenPGP ist eine OpenPGP-Implementation in Haskell, die leider unvollständig ist. Also ich kann das nicht brauchen, um UPG zu ersetzen, aber gewisse Funktionalitäten kann es, insbesondere eben die Analyse von OpenPGP-Keys, damit ist sehr einfach, sehr gut gelöst. Zu machen ist, wir nehmen HKT, exportieren den Subkey und lassen das dann durch HockeyLint, das sind beides Teile dieses HockeyLint-Pakets. So, und jetzt ist es wenig abhängig davon, wie euer Computer sein Leben geführt hat. Wenn ihr nämlich Pech habt, kommt es kein Output, sondern da eine Fehlermeldung und dann steht da, OpenIRFF does not exist, und ihr seht da, der versucht, den Public Key Ring zu lesen. Jetzt ist es so, dass moderne GNU-PG-Implementationen haben diesen Public Key Ring nicht mehr, sondern die haben ein neues Public Key Ring Format. Wenn ihr also eine sehr neue Installation habt, ist dieser Teil vorhanden, dann findet sie OpenBGP nicht. Wenn ihr aber eine ältere Installation von OpenBGP hattet, bevor ihr auf die neue Version upgradet habt, dann verwendet OpenPGP auch GNUPG auch nach wie vor diesen Pub-Ring und die Datei existiert noch. Aber sie wird immer neu geschrieben, glaube ich, oder? Die neuen, also er hat ja beide. Ich denke, er braucht die weiterhin und schreibt auch rein. Nur die alten noch zu finden, wenn ich richtig erinnere. Auf jeden Fall ist dann die Datei noch, das kann wenig drauf an. Wenn ihr Glück habt, dann funktioniert das einfach. Wenn ihr das Pech habt und das funktioniert nicht, ja, Ring auf GNUPG 2 rechts ist. Das nicht mehr verwendet wird. Sondern das neue Format nicht zum Schluss machen, wie ich spiele. Dann legen wir halt diese Datei einfach selber an und schreiben dort den Key rein, den wir haben wollen. Also wir machen dann PGP und sagen dann, wir exportieren diesen Key in diese Datei. Und jetzt können wir unsere OpenBGP-Command nochmal ausführen und dann kommt dieser Output. Und etwas, das ihr sofort seht, ist, der Output ist farbig. Also diese Farben hier habe ich nicht ich rein gemacht, sondern die sind im Output so. Und wir sehen jetzt, der ist der Meinung, dass ein RSA 96-Bit-Key sicher sei, der wird grün markiert. So. Und dasselbe ist auch für den Rest des Outputs. Wenn ihr User-IDs, genau das, was ich gesagt habe am Anfang. Der möchte gerne SHA-1 und RIPET 160 verwenden, das ist beides nicht mehr sicher, sollte man nicht verwenden. Und das wird hier rot gemacht. So. Und ihr seht, die Ausgabe ist allgemein sehr viel kürzer und übersichtlicher als das, was ihr auch beim PGP-Dump hatten. Es hat wirklich nur die interessanten Informationen hier in diesem Output. Was ich nicht sicher bin, ist, weshalb das manche Dinge nicht farbig markiert werden, also selbst der Algorithmus hier wird nicht farbig markiert. Das habe ich nicht ganz verstanden, weshalb, aber es ist auch nicht mein schlimm. Jetzt sehen wir auf den ganzen Key an, wir sehen hier die zweite User-ID mit ihren Settings. Und wir sehen jetzt hier alle Subkeys. Und hier sehen wir ein Problem, was OpenBGP hat. OpenBGP kennt keine ED2515 elliptischen Kurven. Das Problem ist, das ist noch nicht Teil der OpenPGP-Spezifikation. Es gibt ein Update für die OpenPGP-Spezifikation, die das einschließt, aber das wurde noch nicht angenommen. Und OpenPGP kennt das nicht, dann zeigt es einfach nur die ID des Algorithmus an. So. Genau, aber ansonsten ist auch hier der Output eigentlich sehr ersichtlich. So. Dann sehen wir die anderen Subkeys, wenn ihr gelesen. Was ich jetzt zum Beispiel nicht verstehe, ist, wir sehen hier die Crosser-Algorithmen, werden hier highlighted, das rot. Und wir haben gesehen, vorhin RIPMET 160 findet es nicht gut.
aber hier wird Bitmap 160 nicht highlighted. Also ich verstehe nicht ganz, wie das Highlighting funktioniert, das es macht. Kann man überhaupt highlighten innerhalb von derselben Bewertung unterschiedlichen Farben? Hast du irgendwas gesehen? Ja, das macht hier, macht es auch noch dasselbe. Ah, das stimmt, werden, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das sauber kann. So, das war eigentlich dieser Teil jetzt noch für diejenigen, die gut aufgepasst haben, wenn ich nämlich das PGP Edit Key mache. Und dann mache ich Show Pref, dann sehe ich ebenfalls die Preferences für meine User-IDs in den Keys. Und hier sehen wir bei der zweiten User-ID, WebSHA hat Digest SHA512, 83, 7 und SHA1. Wenn wir jetzt aber den Output von vorhin anschauen, die User-ID hier hat hier keinen SHA1 Output, also keinen SHA1 gelistet. Und ich habe auch, als ich die Key erstellt habe, keinen SHA1 reingemacht. Und auch das PGP-Dump zeigt kein SHA1 an. Wieso also zeigt mir GNUPG SHA1 an? Das Problem ist, Spezifikationsakte muss es. GNUPG zeigt immer SHA1 an, als Teil der unterstützten Preferred-Algorithms. Und zwar ist es dieser Code-Teil hier in der KeyEdit-C. Und der sagt hier, er iteriert über alle Algorithmen, die er anzeigt, und schaut, ist das SHA1? Wenn es SHA1 ist, setzt es SHA1 SIN auf Ja und dann sagt es, wenn nicht SHA1 SIN, dann gebe aus SHA1. Also es wird immer SHA1 ausgeben, egal was in eurem Key drin steht, da könnt ihr nicht, das kommt nicht dran, dass ihr den Key falsch gerediert habt. Ich glaube, es hat ja SHA1 rot markiert auf der vorherigen Slide. Das habe ich markiert, um das daher vorzuheben in der Ausgabe. Das ist nicht so schlau, dass es sagt, du hast SHA1 nicht spezifiziert, ich markiere dir das jetzt rot. Nein. Also das muss ich gleich sagen, zu den Folgen, der Output, auf dem, also das einzige Tool, das ich gezeigt habe, das den Output farbig macht, ist das OpenPGP. Alle anderen Markierungen waren von mir und hier in den vielen Source Codes, das ein wenig übersichtlicher zu gestalten. Okay. Das ist eigentlich das. Es gibt hier kein Deft, das ist bei einer anderen Veranstaltung. Gibt es noch Fragen? Ja. Hast du, sind das Fehler? Hast du mal nachgefragt? Die gezeigten Probleme, dass zum Beispiel SHA1 immer angezeigt wird, ob das einen Sinn hat. Genau, also das ist offenbar aus Kompatibilitätsgründen, wird der immer dort reingemacht. Wenn er irgendeinen findet, schreibt er das auch SHA1, das ist so ein Code, oder? Der Code war, ich liste alle Algorithmen auf und für jeden Algorithmus, den ich aufliste, schaue ich, ist das SHA1 und wenn ich SHA1 nicht gesehen habe, dann schreibe ich noch SHA1. Also if any war das gemacht, oder? Aber if any macht er nur diese Zeile hier. Das if any ist nur diese Zeile und dann sagt er hier, also if not SHA1 sind, dann print SHA1. Und das zwischendurch weiß ich nicht mehr. Aha, der macht hier noch ein Komma Space rein, wenn er auch schon andere gesehen hat, und das Komma Space macht er nicht rein, wenn es keine anderen hatte. Nur SHA1. Ja. Okay. Slide, sind die irgendwo erhaupt? Ja, genau, die sind auf PGP Key Server runterladen. Nein, die sind auf git.cast-treffbern.ch. Und dann steht die auf Browse, und dann musst du durchklicken, bis der WebSHA und dann noch das Repo Open PGP Keys anstarren. Vielleicht gibt es auch eine Suchfunktion. Das war der Output war jetzt fast so leicht zu lesen wie der da. Okay. Ja, das ist und das ist jetzt der ganze LaTeX Source Code liegt dort. Und sonst findest du eine Kopie der Folien im FRAP von der GPN 18, aber ich kann es sonst auch hier noch hochladen, damit es nachher verfügbar ist im Fahrplan der COSIN. Okay. Also ich kann es hochladen, das geht dann bis zum nächsten Release des Fahrplans, der wird vermutlich heute Abend und morgen Vormittag mal sein, und danach ist das Ganze von dort runtergeladen. Eine Frage zu den bevorzugten Algorithmen. Mhm. Die Reihenfolge ist von SHA5
5, 12, dann 3, 84. Mhm. Wenn ich Enigmail verwende und eine Nachricht nur signieren möchte, dann nimmt er standardmäßig SHA-256. Wenn ich aber signiere und verschlüssle, dann nimmt er SHA-512. Liegt das an Enigmail oder an PGP? Das kann ich dir nicht sagen, was er genau... Aber standardmäßig würde PGP dann einfach das bevorzugte nehmen? Genau, es würde irgendwie so das... Den, es schaut den Key des Empfängers, schaut diese Preferred Algorithmen und dann nimmt es den vordersten Algorithmus aus dieser Liste, die es auch, den es auch unterstützt. Also wenn du eine alte Implementation hast, eine sehr alte Implementation hast und es vielleicht diesen einen Algorithmus nicht unterstützt, wird es natürlich die Liste nach zurückgehen mit seinem Bild, den es auch unterstützt. Es gab ja unlängst dieses Zug vom E-Fail, hat doch Enigmail ist dann übergangen, dass wenn der PGP-Key eine bestimmte Funktion nicht unterstützt, also keine Integritätssicherung unterstützt, dann zeigen sie es überhaupt nicht mehr an, dann zeigen sie das Feld, kann ich also mit dem Enigmail alte E-Mails nicht mehr entschlüsseln haben. Okay, ja, das muss ich nicht. Nein, das ist, du hast eben genau, es ist so der Setpref, gibt es so Showpref, gibt es einfach Setpref. Genau. Und da der Default-Wechsel hat vom alten GNU-PG aufs neue, okay. Indem man auf den Key dann das Setpref macht, dann schreibt es den Key neu mit der Default und der neuen ist Default. Und wieder exportiert auf die Server und dann wirst du irgendwie. Genau, dann in dem Moment, wir müssen wieder mal exportieren. Nein, das hat ohne exportieren funktioniert. Aber es geht eigentlich auch um den Empfänger, PGP, gibt der aus, dass das nicht integritätsgesichert ist, das Mail. Wenn der Key beim Verschlüssler das nicht gesetzt hat anscheinend. Ja. So. Aber das würden wir dann auch wahrscheinlich mit diesen Tools sehen, ja, diese Option. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich weiß nicht spezifisch welche Option, aber die wirst du ziemlich sicher auch sehen. Ja. Ja. Ja, das war ziemlich heftig, wirklich alle verschlüsselten E-Mails, auch die alten, muss ich jetzt auf der Kommandozeile entschlüsseln. Das ist tatsächlich so. Krass. Ich bin in der Macht. Ich weiß es halt. Kein Enigmail, ja. Aber er müsste eigentlich das gleiche Problem haben. Also, solange ich die Datei, in der die PGP-Kommandos, die er verwenden soll, nicht ändere, wird er sein Verhalten nicht anpassen. Okay. Der Computer tut, was ich gerne möchte und nicht, was er findet, dass ich möchten solle, was er tut. Das ist die Hoffnung immer noch, dass das. Ja, danke. Danke.